Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Kingdom Come Deliverance. Das letzte Mal waren wir ja stehen geblieben, dass Scarlett überfallen worden ist. Ja, und nun sind wir so ein bisschen auf der Flucht. Deswegen steht das auch noch auf neues Spiel, beziehungsweise wir gehen jetzt gleich auf Fortsetzen. Weil ich muss nämlich jetzt ein bisschen rennen, sonst werde ich getroffen. Hier den Berg runter, aber daher werden wir nach rechts. Wir müssen eigentlich nach links. Das hat aber eine Bewandtnis, warum ich nach rechts gehe. Ich werde natürlich nicht den Commander unten in den Arm laufen, das wäre nicht so gut. Also den ausländischen Helfer von Sigismund. Deswegen möchte ich dahin, weil hier nämlich ein Pferd steht und das brauchen wir. Da steigen wir jetzt auf. Da möchte ich jedenfalls aussteigen. Achso, ein bisschen länger drücken, dann klappt das Ganze auch. So. Und jetzt reiten wir in die Richtung. Ich weiß nicht, ob die Aufgabe schon war. Oh, renn doch mal an, ja. Du Pferd. So, jetzt aber. Dass ich Theresa retten soll. Theresa wohnt hier vorne in der Mühle. Und die wird von Kuman angegriffen. Wir werden nicht anhalten. Wir werden hier nur einfach dran vorbeireiten und dann wieder Fersengeld geben. Jetzt kümmern die sich nicht mehr um Theresa, sondern Theresa kann jetzt abhauen. Wir haben das geschafft. Und wir geben jetzt einfach nur unserem Pferdchen die Sporen und sehen zu, dass wir erstmal aus Karlitz verschwinden und nach Thalenberg hinreiten werden. Man sieht ja, wie die Leute dort alle abgemetzelt werden. Und ja, unter Heinrich sind sie ja auch hinterher, ist ja klar. So schnell wie möglich versuchen zu reiten. Aber das ist hier manchmal gar nicht so einfach. Ja. Links. Thalenberg liegt links, entlang des Baches. Und da werden wir natürlich auch dann hinreiten, ne? Alle Leute flüchten hier, ist ja klar. Ihr braucht in dem Sinne keine Angst zu haben. Wenn ihr immer in Bewegung bleibt, werden die euch nicht treffen. Je nachdem, wie langsam ihr werdet. Weil einmal muss gleich das Pferd zur Luft kommen. Dann müssen wir ein bisschen langsamer werden. Aber eigentlich treffen sie einen nicht. Es kommt so ein bisschen näher wohl, aber man kann es schaffen. Ja, da will mein Pferd nicht mehr. Aber wir sind gleich in Thalenberg. Ja. Du darfst mich vom Weg sehen, ne? Weg ab der Gello! So,
Titel! Ja, Gott sei Dank ist die Flucht gelungen. Heinrich kann sich ein bisschen erholen. Auch mit dem Pfeil in seinem Bein, das ist ja auch nicht so toll. Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Könnte bei Zeit ein bisschen wehgetan haben. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Hüpft noch ein bisschen durch Danke den Weg. Sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devisch zu sprechen? Ach klar. Der Hund ist auch ein bisschen müde gewesen, habt ihr gesehen? Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlitz. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlitz komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlitz ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben Sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir Ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Scarlitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Leider nicht. Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank. Du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Gern geschehen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und, ja, ich hab sowieso wieder Hunger. Bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Auf jeden Fall. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Machen wir.
Gespräch mit Herrn Robert machen wir glatt. Aber zuerst werden wir etwas essen aus unserem Rucksack. Da ist ja noch was drin. Bevor wir jetzt gleich nach Herrn Robert gehen. Weil sonst hängt uns der Magen so dermaßen auf die Schuhsohle, dass wir fast umkippen. Machen wir eben Brötchen essen und den Käse, weil unser Sattheit liegt bei 32. Das ist ein bisschen zu wenig. Und noch ein Käse, genau. Dann haben wir ein bisschen, jetzt sind wir zwar noch hundemüde, hoppala, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Der Hunger ist immer schlimmer. So, dann wollen wir mit Herrn Robert mal sprechen. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Das mag sein. Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Ich verstehe nicht, warum er sein Talent so verdeutete. Er genoss einen sehr guten Ruf. Yeah. Gut, dann gehen wir mal in die Küche. Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Oh, immer gerne. Dank. Wein ist immer gut. Besonders weißen. Lieblich. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von deiner Großzügigkeit. Ja, ja, hab Dank, Herrin. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Schlafen Sie wohl. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Ja, wir gehen doch schon mit Schuhe ins Bett, ne? Ja, man sieht jetzt, dass ich ziemlich müde bin, aber ich muss erstmal hier alles mitnehmen. Was zu essen und zu trinken. Gebratene Ente, hier vorne nehme ich noch Wein. Den nehmen wir auch mit. Hier auf Rückseite, das ist doch Käse. 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 Brötchen. Brötchen. Noch ein Brötchen. Ich habe ja nur mal großen Hunger. Apfel. Und noch ein Apfel. Dann gehen wir mal zu Bojena und futtern ihr das aus dem Topf weg. Dankeschön. Ich habe immer noch Hunger. Dann gehe ich nochmal in den Dings. Essen wir mal eine Ente. Und noch eine Ente. Und ja, einen Apfel würde ich sagen. Oder? Ja, bei 93. Genau, das reicht. Ja. Und da ging es in die. Moment. Ne, da geht's raus in den Speiseraum. Also hier durch. Und dann müssen wir hier rechts am Brunnen vorbei. Hier ist die Wachstube. Falls ich nicht Feuer umfalle. Dann gehen wir hier rein und hier ist dann unser Raum. Die Tür zu machen. So. Dann gehen wir hier hin, gehen dann auf Rüstung und ziehen natürlich unsere Schuhe aus. Aber ich wollte nochmal bei Spieler gucken. Genau. Ich kann hier die Werte schon mal erhöhen. Wir nehmen den Asket. Hier steht, was das ist. Du kommst 15% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswertungen 20% stärker. Das kann man nehmen, weil
Ja. Wie gesagt, ich bin eben immer hungrig. Also nehme ich lieber diese 50% länger. Aber ich muss halt nur darauf achten, dass ich ja immer ausreichend zu essen bei mir habe, damit ich auch immer was essen kann. Das lerne ich. So, und bei Fertigkeiten habe ich hier bei Kräuterkunde habe ich schon die Stufe 5 erreicht und dann kann ich Blumenkind oder Pferdekraut. Ich habe noch kein Pferd, das lohnt sich noch nicht, also nehme ich das Blumenkind. Das ist, wenn du Klamotten in... Wenn du Blumen in der Tasche hast, dann reden die sind die Leute eher gewillt, mit dir zu reden. Wenn du genügend wohlriechende Kräuter im Inventar hast, erhältst du einen Bonus von 2 Punkten auf Charisma. Und das ist eigentlich sehr gut. Brauchen wir so, genau. Das machen wir jetzt zu. Weil wenn wir jetzt anfangen zu schlafen, dann speichert er nämlich gleichsam das Spiel. Also legen wir uns jetzt hin und schlafen. Jetzt müssen wir die Uhrzeit einstellen. Ich stelle die jetzt auf 4 Uhr morgens. Das sind 9 Stunden. Und dann auf E. Aber ich weiß, dass das nicht eingehalten wird. Da werde ich leider so ein bisschen gestört beim Schlafen, aber naja. Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Herein. Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herrin. Nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Das ist aber nett, oder? Hab Dank, wirklich. Aber das hättest du nicht... Du hättest auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber, um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Doch, wir können schon darüber erzählen. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ein Kerl namens Kuhne schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kunesch blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Vater und ich unterhielten uns immer in der Schmiede. An jenem Tag bat ich ihn, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Aber er lehnte ab und sagte, ein Mann solle seinen Kopf lieber nicht für sinnlose Heldentaten aufs Spiel setzen. Hätte er nur geahnt, welch Schicksal uns erwartete. Oh.
Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ein Heer stand versammelt. Fahnen wehten im Wind, die Rüstungen glänzten im Sonnenlicht und die Rösser wieherten ungeduldig. Sie warteten darauf, dass Sigismund das Zeichen zum Angriff gab. Wie furchtbar! Kann man sagen. Und dann brach der Tod über Skarlitz herein. Sie töteten meine Eltern. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle, während er Mutter holt, die im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Thalmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Ich brauchte ein Pferd, um nach Thalmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sich schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Ja, das glaube ich. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Ich werde mich bemühen, ne? Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Sivisch war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Hört sich auch nicht so doll an, oder? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel Medig von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Priveslavitz komplett in Brand. Anstelle erstmal diplomatisch irgendwas zu machen? Nein. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divischs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagst du? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divisch scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich.
Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun... Ich denke nicht mal darüber nach, was da gelaufen ist. Das tut man nicht. Nein. Herrin, du bist noch jung und wunderschön. Du hast deine besten Jahre noch vor dir. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das ist nett von dir. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Ja, das ist richtig, das stimmt. Gute Nacht. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Schlaf gut. Gute Nacht, Herrin. Ja, dann legen wir uns wieder hin. Und dann werde ich diese Folge für heute mal beenden, wenn er sich hingelegt hat. Ach, das geht noch gar nicht. Müssen wir noch warten. Jetzt kommt erst der Traum. Genau, das stimmt ja. Dann müssen wir noch einen Moment Geduld haben. Ihr müsst euch beeilen! Schnell! Wir müssen die Tore schließen! Du kannst nicht zurückgehen! Heinrich, hilf uns! Hilf uns, mein Sohn. Sei kein Feind. Das hat sein Vater nicht gesagt, aber... Im Traum ist alles anders. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garlitz auf dem Weg hierher. Ach so, ja, dann müssen wir ja zum Wehrgang. Aber den Wehrgang, den werden wir erst beim nächsten Mal machen. So, jetzt machen wir eine Pause und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!